So, meine Freunde, willkommen zu den Community Top 20 der Alola-Form, die ihr euch rausgesucht habt. Wir haben diese Woche die Plätze 15 bis 11 und ich kann euch sagen, es wird immer besser. Ihr habt echt richtig geile Vorschläge gemacht zu Alola-Form, die ihr haben wollt. Und deswegen ohne lange Umschweife jetzt Platz Nummer 15. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und eventuell, wenn ihr das nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Ansonsten legen wir los mit den Platz Nummer 15 und da habt ihr gewählt oder vorgeschlagen, besser gesagt, dass Lapras mit den Typen Feuer und Licht würde ziemlich gut dazu passen. Lapras ist ansonsten ein helles, offenes, freundliches Pokémon und in Alola könnte es sich komplett geändert haben. Ist nicht mehr am Wasser zu Hause, sondern in irgendeinen feurigen, lava-ähnlichen Gebieten und hat durch diese Düsternis und durch diese Grittigkeit den Unlicht-Typen mit angenommen, um sich einfach besser anpassen zu können. Da ist er auch meistens relativ düster in solchen bergähnlichen Gebieten oder in Vulkanen. Von daher Lapras vom Typ Feuer und Licht. Platz 14. Bojolin, der alte Haudegen aus Generation 4, hat eventuell in Alola den Kampftypen mit angenommen, um sich besser gegen seine Feinde wehren zu können. Es hat ja sowieso schon dieses, ich nenne es einfach mal, diesen Schwimmring, was er so wie ein Handtuch trägt, mit um. Könnte dazu führen, dass er sich mehr dazu berufen fühlt, seine Hände zu benutzen im Kämpfen. Dieses trainiert hat und deswegen den Kampftypen als Zweittypen angenommen hat, wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ein physisch-offensives Bojolin mit Typ Wasserkampf wäre ziemlich cool. Tempo-Hieb und dazu noch der Aquajet als Prior-Moves von Kampf-Pokémon und von Wasser-Pokémon. Ziemlich gute Kombi, finde ich. Von daher Platz Nummer 14. Platz 13 geht an unseren Liebling Mamutel. Mamutel ist der Mammut-Pokémon, was halt in Eis und Gebirgen lebt und in Alola könnte es halt so warm geworden sein, dass es sich gesagt hat, okay, ich lege meinen Eistypen ab, ich werde jetzt zum Vollerboden-Pokémon, ähnlich wie Kamurupt, mit Magma-Stoßzähnen und sowas. Wäre auf alle Fälle ziemlich nice, mal so eine Umstrukturierung von Mamutel von Eis zu Voller zu sehen. Kann ich mir ziemlich cool vorstellen und von daher der verdiente Platz Nummer 13 und ich denke auch als Vollerboden-Pokémon wäre Mamutel mit der Init und dem Base-Attack noch immer ziemlich gut. Platz 12. Austoss, die Generation 1 Muschel, könnte in Alola eine so harte Schale bekommen haben, dass es zum Wasserstahl-Pokémon wurde, denn es lebt nicht mehr in gefrorenen Gewässern, sondern es lebt in tropischen Gewässern. Das heißt, der Eistyp könnte verschwunden sein und hat dadurch eine sehr, sehr harte Schale bekommen, die ihn vor Angreifern schützt, die ihn vor gelegentlichen Pflanzen-Pokémon schützen könnte oder vor Pflanzen-Pokémon angriffen. Und darum könnte Austoss in der Alola-Form den Stahl-Wassertyp tragen. Platz 11 geht an Zwirfinst, den Geist aus Generation 4, der in Alola eventuell eine Art Tiki-Gestalt annehmen könnte und zu einem Vollgeist-Pokémon werden könnte. Zwirfinst ist ein gutes Pokémon, es kann sehr, sehr viele gute Attacken, hat einen guten Move-Pool, der eigentlich ziemlich geil ist sogar. Und als Geist-Feuer-Pokémon hält er den Step, Fire Punch und natürlich das Irrlicht, was die meisten Geist-Pokémon können, um andere Pokémon zu verkrüppeln. Ich schätze mal, das Ganze könnte sehr defensiv ausgelegt werden, also nicht offensiv wie ein Skelabra, sondern eher die defensive Version von Skelabra. Und ich finde es ziemlich cool und ihr habt da auf alle Fälle was ziemlich Cooles vorgeschlagen. Und das war's für diese Woche, Leute. Die Plätze 11 bis 15, Entschuldigung, Plätze 11 bis 15 sind durch. Nächste Woche geht es dann von Platz 10 zu Platz 6 runter. Und dann gibt es die Plätze 5 bis 1. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns die nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.